weise hiermit ausdrücklich hin, dass dies kein respektloser Angriff gegenüber Schepperfeuer ist. Ganz im Gegenteil. Die Idee zu dem Video ist mir nur gekommen, da der Typ Klartext redet. Seinen Link findet ihr in den Kommentaren. Viel Spaß. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind endlich soweit. Der Drink, den du brauchen wirst, der geht auf mich. Gerade ist der erste offizielle, richtige MW3-Trailer gedroppt. Und die Hälfte der Leute, die einen Tag vorher noch gesagt haben, nie wieder will ich diese Franchise auch nur sehen, sind komplett im Hype. Hypen lassen tue ich mich schon seit Jahren nicht mehr. Aber... What? Ma? What the fuck? Schaltet alle zusammen die Schnauze, sonst schlage ich euch mit den Köpfen zusammen. Da ist nichts mit dem Essen. Und ich lasse mich auch auf diese Diskussion gar nicht ein, dass man so einen Terroranschlag nicht verbildlichen darf. Wir spielen hier ein Spiel. Wir spielen hier ein Spiel, wo wir... andere Spieler töten. So, und dann braucht hier keiner die Moralkeule. Alter. Weil dann spiel was anderes, mein Freund. Spiel Pokémon oder so. Wow. Auf jeden Fall. Hey, mein Lieber, du kannst ja wirklich froh sein, dass ich nicht nachtragend bin. aber komm, kurzer Real Talk schnell. Meine Urgroßmutter ist 1901 geboren. Eine herzensgute alte Frau mit Gicht in den Fingern. Und von Erlebnissen von zwei Weltkriegen erzählte. Das macht was mit dir. Und darüber darf man reden. Und glauben. Es gibt auch für mich nichts Besseres, als aus meinem Bruder hinterher zu jagen, währenddessen er meine Existenz verflucht. Und genau da kommen wir zu dem Hauptproblem, das ich habe mit den neuen Spielen. Ich meine, es gibt nichts Besseres, als total nervös alles zu veraimen. Und dein Bruder knallt dich weg wie eine warme Semmel. SBMM ist so derartig wichtig, um die richtigen Leute zu schützen. Doch es kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit deine Lobbys auseinandergerissen werden. So kannst du ja niemanden kennenlernen. Sicher, ich meine, COW-Communities waren immer schon toxisch. Aber genau das war der Spaß an der Sache. Entweder bist du ein guter Verlierer oder du gehst zu Battlefield. Aber du hast Freundschaften geknüpft. Egal welchen Geschlechts oder Alter. Du hast nur miteinander gespielt. Oder gegeneinander. Aber es hat Spaß gemacht. Und genau Spaß ist genau das, was fehlt. Ich liebe dieses bunte, abgedrehte Setting. Und alles andere ist eine verdammte Kriegssimulation. In MW3 bezahle ich für Inhalt, den ich eigentlich als Belohnung haben sollte. Gut gemacht. Bezahle einen Vollpreis dafür, dass es sich anfühlt wie Arbeiten, anstatt zu spielen. Und da kriege ich nicht mal die Möglichkeit, meine Spielweise auszuleben und ist einfach null inspirierend. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Treyarch. Ohne den Kinomodus wären eigentlich solche Zeitraufaufnahmen gar nicht mehr möglich. Und hier sehen wir es, hier sehen wir das Ergebnis. Unglaublich knapp. Herzliche Gratulation an das Team Sniper. Sowas nehmt ihr raus, ihr verdammten Hunde. Söhne. Verlieren und Siegen muss gelernt sein. Nicht jeder hat eine tolle Mama, die mir die Mensch ärgere, die ich nicht gespielt hat. Nice.
MW3 ist das gleiche wie MW2, weil wir ja auch MW2-Maps jetzt tatsächlich bekommen, die eigentlich dieses Jahr schon kommen sollten. Du Blei im Magen, tut weniger weh, wenn es mit Whisky verbunden ist. Mir ist es lieber, wir haben ein, zwei Missionen, die wir schon ähnlich kennen, überarbeitet, als neue Missionen, die scheiße sind. Geh mal an. Eine Möglichkeit bekommen, tatsächlich nochmal auf Verdans zu spielen in MW3. Wahrscheinlich dann in einem Warzone-Format. Gib mal dem Meister mit der schwarzen Krempe einen Doppelten, dann spielst du gar nichts. Das wird viele Spieler anziehen. Vor allem viele Spieler, die von diesem Jahr so enttäuscht sind, dass sie vor mehreren Tagen, Wochen oder Monaten komplett aufgehört haben. Viel aus MW2 1:1 in MW3 mit übernommen wird. Das ist keine Überraschung. Wir wissen alle, dass es nur ein DLC ist. Ihr könnt das gesamte Jahr MW3 theoretisch spielen mit den Waffen aus MW2. Ein Perk für Geist, ein Perk für Totenstille. Slide Cancel soll wieder zurückkommen. Willst du die Nummer nochmal sehen? Die ist beim ersten Mal ziemlich schwer zu begreifen. Es werden Bunny Hops wieder zurückkommen. Es soll eine neue, beziehungsweise eine normale Minimap geben. Tatsächlich freue ich mich dieses Jahr auf die Kampagne von allen Sachen am meisten, was mir persönlich ein bisschen Angst macht, aber so ist es halt. Nicht so laut. Für alle, die sehr fleißig war dabei sind, ich habe was sehr Witziges. Ich habe mich hingesetzt. Und habe die Season 4 gestartet. Und währenddessen, während der ersten Runde auf der neuen Battle Royale, also auf der Multiplayer-Map, groß wie Battle Royale, habe ich mir so bei ein, zwei Tonen, die ich bekommen habe, überlegt, du, Kevin, was für Menschen kaufen eigentlich diesen 30 Euro Beschisspass und 30 Euro Tim the Tatman und Nick Merck Skins und 70 Euro geben sie noch für das Game aus und dann noch Blueprints und Mastery. Hast du es jetzt kapiert? Tage werden jetzt sehr, sehr viele Infos kommen, die ich für euch dann auch gerne verarbeite. Ja, das denke ich, ja. Und an der Stelle, Leute, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ich bin raus. Also diese Schlussmusik ist ja wirklich das Letzte. Ganz meiner Meinung. Darum kommt sie auch zum Schluss. 'Ge bloß nicht, dass das keine Folgen für dich hat. Ja, das denke ich, ja. Wenn dir das gefallen hat, dann schau doch auch gerne in die Matrix Warfare rein oder gönn dir die Vollversion. Lass gerne ein Like da und es war mir eine Ehre. Habe die Ehre. Holy shit.